Bis Ende August läuft die Gutscheinaktion zur Förderung der heimischen Geschäftsleute und Gastronomen. Unter dem Titel Regional ist genial unterstützt die Stadt Schwechat die Aktion mit 20.000 Euro. Frau Bürgermeisterin, die Stadtgemeinde Schwechat startet mit einer Förderaktion zur Belebung der Wirtschaft. Um was geht's da? Also ich habe unsere Schwechater Gutscheine hier in der Hand. Die Aktion ist so gestaltet, dass man quasi 10% eines Einkaufs von diesen Schwechater Gutscheinen gratis bekommt. Kaufen Sie 10 Stück, bezahlen Sie 9 oder 10 kaufen und den 11. geschenkt bekommen. Das ist beim Bürgerservice unten jederzeit möglich bis Ende August. Der Hintergedanke dabei ist, dass wir bis zu 20.000 Euro fördern wollen, indem wir eben jeweils einen Gutschein drauflegen. Wenn die 10 gekauft werden, bei entsprechend weniger gibt es halt dann einen 5-Euro-Gutschein extra. Und wir denken, das ist einerseits ein bisschen eine Einladung an unsere Bevölkerung, auch wieder Taschen zu öffnen, die Herzen zu öffnen, sich hinauszubewegen, der Wirtschaft ein bisschen unter die Arme zu greifen, die kann das mehr als dringend brauchen. Und andererseits, auch wenn die Wirtschaftstreibenden mit Schwächer dann bezahlt werden, ist das eine ganz einfache Angelegenheit, diese umzutauschen. Das ist unbürokratisch leicht möglich. Und unser Wunsch dahinter ist auch, dieses wieder zu verbinden von der Gemeinde zum Wirtschaftstreibenden, zu dem Menschen, der bei uns lebt. Alle helfen zusammen und wir kaufen hier ein. Der Slogan, der rund um diese Aktion läuft, ist regional, ist genial und dem ist in Wirklichkeit nichts hinzuzufügen. Wo kann man die Gutscheine überall einlösen? Überall? Es gibt, wenn man sie kaufen kommt, eine Liste, die man sich mitnehmen kann. Wir haben natürlich nochmal eine Offensive gemacht und es sind nahezu alle Wirtschaftstreibenden in Schwechat, ich würde mal sagen, naturgemäß dabei. Denn wenn man den Umsatz lukrieren kann, dann ist es auch klug, die Stadtgemeinde ein bisschen mit ins Boot zu nehmen, beziehungsweise umgekehrt. Also so viel ich weiß, mittlerweile in nahezu jedem Geschäft in Schwechat sind sie einlösbar. Und ich darf auch die Plattform nutzen, einen Aufruf zu starten, uns im Rathaus besuchen zu kommen beim Bürgerservice und diese Aktion zu unterstützen, weil sie unterstützt letztendlich auch denjenigen, der es einkauft. Ist die Gastronomie auch mit an Bord? Auch die Gastronomie, da nehmen so gut wie alle unsere Schwechater Gutscheine, ist selbstverständlich mit dabei. Die Gastronomen brauchen es mindestens genauso dringend wie die Buchhändler, Papierhändler, Schuhgeschäfte, was auch immer wir in Schwechat alles haben. Und wir sind ja wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. Und ich denke mal, wenn man den Anreiz hat, dass man sich ein bisschen was spart, geht man vielleicht auch mit etwas offeneren Augen durch die Stadt und sieht mal, was man alles bei uns regional einkaufen kann. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie ist die Stimmung unter den Gewerbetreibenden momentan? Also, nachdem ich ja ein grundsätzlich immer positiver Mensch bin, versprühe ich das auch da draußen und denen bleibt dann nichts anderes über, als mit einem Lächeln mir zu begegnen. Aber selbstverständlich ist es verdammt eng im Moment. Bin auch sehr stolz, dass wir bereits jetzt, wo die Krise noch relativ knapp hinter uns liegt, bereits wieder Neueröffnungen von Geschäften feiern durften. Das finde ich mutig und großartig, weil es auch ein Zeichen ist, dass die Stadt wieder in Bewegung kommt, dass wieder Leben reinkommt. Insgesamt waren diese Wochen und Monate natürlich vor allem für die kleinen Gewerbebetriebe eine Katastrophe. Und wenn wir ehrlich sind, die Unterstützungen, die von höheren Ebenen kommen, lassen leider Gottes teilweise sehr lang auf sich warten. Soll nicht vorwurfsvoll gemeint sein, aber ich denke mal, gerade die Kleinen, die mehr oder weniger von der Hand in den Mund oder vom Buch über den Ladentisch, wenn man es so übersetzen will, leben müssen, wenn die 2 oder 3 Monate nichts bekommen, wird es richtig eng. Und dann muss man schon sehr herzlich lächeln, um auch noch ein Lächeln zurückzubekommen.